Es ist eine Messe der ganz besonderen Art. Es ist was los und es tut sich etwas auf der CES in Las Vegas. Die Vergnügungsmetropole in der Wüste Nevadas ist Anfang des Jahres Mittelpunkt der Elektronikwelt. Die Consumer Electronics Show hat ihre Tore geöffnet. Fernseher, Kameras, Smartphones, Handyhüllen, Drohnen, Videospiele. Das sind die großen Themen auf der Consumer Electronics in Las Vegas. Aber hier sind auch alle großen Autohersteller vertreten. Warum, muss man sich fragen? Nun, weil sie wissen, wo die Reise hingeht. Und dabei sind wir ganz schnell bei der Vernetzung zwischen Auto und Fahrer und Internet und Auto. Zum Leid vieler ist die CES eine reine Fachmesse und nicht publikumsoffen. Selbstverständlich sind alle namhaften Hersteller dem Ruf nach Las Vegas gefolgt. Sie bieten den Fachbesuchern Workshops an, um sich mit den Neuheiten in aller Ruhe vertraut machen zu können. Eines der großen Themen auf der CES 2015 in Las Vegas ist das automatisierte Fahren. Ein Fahrzeug fährt selbst ohne Fahrer und hilft einem dadurch zum Beispiel im Parkhaus. Denn gerade alte Parkhäuser aus den 50er oder 60er Jahren haben das Problem, dass die Parkflächen damals ganz klein für die damaligen kleinen Autos geplant wurden. Und heute mit normalen, modernen Fahrzeugen mag man das nicht so richtig, in solchen Parkhäusern einzuparken. Das kann dieser BMW i3 jetzt von selbst. Er hat dazu Lasersensoren. Lasersensoren haben hier am Konzeptfahrzeug noch ein bisschen deutlich zu sehen. Den Vorteil, dass sie viel schneller messen als zum Beispiel Ultraschallsensoren und sie messen bis auf 5 cm und deswegen kann dieses Fahrzeug hinter mir von selbst einparken und das funktioniert über die Bedienung dieser schicken Smartwatch. Ein Druck auf diese und schon geht der BMW i3 fahrerlos auf die Reise. 4 Laserscanner erfassen den kompletten Bereich um das Fahrzeug und erstellen ein exaktes Umgebungsbild. Diese Informationen verknüpft der vollautomatische Remote Valid Parking Assistant mit dem digitalen Lageplan eines Parkhauses. So kann der i3 selbstständig zu einer freien Stellfläche gelangen und einparken. Audi schickt im Vorfeld der Messe seinen Jack auf eine lange Reise. Jack ist ein A7 Sportback und kann etwas Besonderes. Er fährt nahezu selbstständig, zumindest auf dem Highway. Das Fahrzeug absolvierte in 2 Tagen die 900 Kilometer lange Strecke von Stanford im Silicon Valley bis nach Las Vegas. Der Fahrer war dabei nur Beifahrer. Jack fährt selbstständig, kann überholen, wieder einscheren, bis zu einer Geschwindigkeit von 110 Kilometern pro Stunde. Mehr wären hier in den USA auch nicht erlaubt. Das alles funktioniert außerhalb von Städten. Im Stadtverkehr muss der Mensch wieder das Steuer übernehmen. Die Besonderheit ist, wir brauchen dazu keine besonderen digitalisierten Straßen, sondern wir fahren nach Navigationsdaten und dann nach der Sensorik des Fahrzeuges, sind damit im Prinzip frei. Und das ist der große Schritt, der Meilenstein, den wir hier gezeigt haben. Das über eine so große Strecke, das ist schon was Besonderes. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das hinbekommen haben und haben gezeigt, wie weit wir sind mit der Technologie. F015, so zukunftsweisend der Name, so spektakulär das Forschungsfahrzeug, das Daimler hochautonom fahren lässt. Selbstverständlich emissionsfrei mit Elektroantrieb und automatisch gesteuert, will der deutsche Hersteller seine Vision der zukünftigen Mobilität präsentieren. Es wird in der urbanen Welt der Zukunft sehr eng zugehen, sehr hektisch zugehen. Und dieses ist ein Luxus, wir nennen das deswegen auch Luxury in Motion, ein Luxus, dass Sie hier in Ihrem eigenen Bereich arbeiten können, relaxen können, sich unterhalten können, gegenüber sitzen können und von A nach B sich bewegen können, zwischen zu Hause und dem Büro einen dritten Raum eröffnen, in dem Sie alles tun können und dabei sicher von A nach B kommen. Induktives Laden ist ein weiteres großes Thema bei den Autoherstellern auf der CES. Also das Laden ohne Kabel, denn viele Menschen sind es ganz einfach leid, dazu das Equipment aus dem Kofferraum zu holen und dann den Stecker einzustecken. Und im Winter wird dann das Kabel auch noch hart. Das kann man vermeiden durch induktives Laden. Dazu muss das Auto über eine Platte fahren, möglichst genau. Und dann nähern sich die beiden Platten an, denn je näher diese beiden Induktionsplatten beieinander sind, desto effektiver ist das Laden. Beim Golf ist es so, dass die Blinker anzeigen, wie stark das Auto aufgeladen ist. Blinkt es ganz, ganz schnell, ist wenig Strom im Auto, blinkt es ganz langsam, ist das Auto dann praktisch schon wieder voll. Und wer sich nicht traut, ganz genau auf die Platte zu fahren, dem hilft dann auch wieder das pilotierte Fahren und das Auto fährt von selbst so genau auf die Platte, wie es am besten ist.